Der Wald ist ein vielgestaltiger Lebensraum, unter anderem für Vögel. Und heute stelle ich euch einige der häufigsten und typischsten Waldvögel bei uns vor und wünsche euch viel Spaß mit den Gesängen, Rufen und natürlich mit dem Aussehen dieser Tiere und lade euch ein, danach selbst in den Wald zu gehen und zu schauen, was bei euch an Vögeln und anderen Tieren zu sehen ist. Viel Spaß bei diesem Video und später viel Spaß und gute Entdeckungen im Wald. Der vielleicht typischste Waldvogel für mich ist der Eichelhäher. Auffällig durch seinen lauten, rätselnden und vorwurfsvoll klingenden Ruf und durch seine typische Färbung kommt er in den verschiedensten Waldtypen vor. Der taubengroße Vogel mit rosa, graubrauner Grundfärbung, heller Stirn und Kehle, breitem schwarzen Bartstreif und dem hellblauen, fein schwarz gebänderten Flügelfeld kommt in unseren Wäldern ganzjährig vor und frisst Ahornsamen und Bucheckern, Eicheln und Nüsse, Beeren und Pilze, größere Insekten und auch kleine Vögel. Bekannt ist der Eichelhäher auch dafür, Vorratshaltung zu betreiben und Eicheln, Nüsse und Bucheckern zu vergraben. Vergisst er einzelne dieser Futterdepots, trägt er zur Verbreitung der entsprechenden Bäume bei. Wirklich vorbildlich für einen typischen Waldvogel. Der etwa kohlmeißengroße Gleiber schafft es als einziger Vogel, Baumstämme sowohl aufwärts als auch kopfunter zu klettern. Durch seine unterseits rostbeige und oberseits hell blaugraue Färbung, dem schwarzen Augenstreifen und den spitzen Schnabel ist dieser Höhlenbrüter kaum zu verwechseln. Öffnungen in Baumhöhlen und Nistkästen, die ihm zu groß erscheinen, mauert er mit Lehm zu, was ihm auch seinen Namen eingebracht hat, da man früher im mittelhochdeutschen Handwerker die Lehmwände bauten als Gleiber bezeichnete. Auffällig ist auch sein Twit-Twit-Ruf. Der häufigste Waldvogel ist der schöne Buchfink, der oft auch in unseren Gärten vorkommt, sodass ihr ihn auch bei meinem Gartenvögelvideo sehen könnt, das ich euch wärmstens empfehle und das ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Am leichtesten erkennt ihr den spatzgroßen Buchfink an seinen weißen Flügelbinden. Seine Nahrung sucht er meist am Boden, vorwiegend Samen, für den Nachwuchs anfangs auch Insekten und Spinnen. Brust, Gesicht und Bauch des Männchen sind rostbraun oder rotbraun und ihre Gesangsstrophen schmettern sie vor allem im Frühjahr ausdauernd und zwar mit Vorliebe von erhöhten Gesangsraten aus. Der größte aller Finkenvögel Mitteleuropas mit dem wuchtigen Schnabel ist der Kernbeißer, der tatsächlich Kirschkerne knacken kann. Sein Gefieder mit der rostbraunen und beigen Grundfärbung zeigt eine schwarze, weiße und graue Zeichnung. Die Rufe des Kernbeißers sind hohe und harte Bix-Laute. Da sie relativ scheu sind und sich gerne im Kronenbereich hoher Bäume aufhalten, bekommt man sie im Sommer nur selten zu sehen. Im Winter kommen sie manchmal an Futterhäuschen, wo sie oft kleinere Singvögel vertreiben. Wenn ich den großen, rotgescheitelten Schwarzspecht sehe oder rufen höre, dann fühle ich mich richtig im Wald angekommen. Dieser größte aller europäischen Spechte benötigt alte Baumbestände mit ausreichend Totholz. Die Bruthöhle zementiert bis zu 55 cm tief in einen dicken Baumstamm. Diese Bruthöhlen sind extrem wertvoll, auch für Nachbewohner, wie höhlenbrütende Singvögel, die selbst keine Höhlen zimmern können und genauso auch für viele waldbewohnende Fledermausarten. Der Trommelwirbel des Schwarzspecht ist besonders kräftig und lang. Über weitere Spechte könnt ihr übrigens in meinem Spechte-Video euch informieren, das ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Auch der Trauerschnäpper als feinschnäbliger Insektenfresser und Höhlenbrüter ist ein potenzieller Nachnutzer von Spechthöhlen. Auch Nistkästen nimmt er gerne an, wo er sein Nest aus Pflanzenfasern und Blättern fertigt, in das er seine hellblauen Eier legt. Männliche Trauerschnäpper im Prachtkleid sind praktisch schwarz-weiß. Weibchen, Jungtiere und Männchen im Schlichtkleid sind braun und schmutzig weiß gefärbt. Jeweils Bauch und Kehle hell und Oberseite dunkel mit auffallend weißem Flügelfleck. Als Langstreckenzieher finden wir Trauerschnäpper von April bis September in unseren Wäldern, bevor sie wieder in ihre Überwinterungsgebiete nach Afrika ziehen. Ein weiterer waldbewohnender Höhlenbrüter ist der Waldkauz mit seinem massigen Körper, dem großen runden Kopf und den großen schwarz-braunen Augen. Die Zeichnung des Körpergefieders zeigt eine kräftige dunkle Längsstreifung. Der Waldkauz ist die häufigste unserer heimischen Eulenarten. Für Porträts zu allen 13 europäischen Eulenarten schaut mein entsprechendes Eulenvideo an, das ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Der Sang beider Geschlechter zur Balzzeit ist ein weithallendes, relativ hohes, heulendes wie ihr es hier hört. Wie die meisten Eulenarten ist der Waldkauz vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Ganz anders der Zaunkönig. Klein, tagaktiv und fast stets gesangesfreudig. Durch seine geringe Größe, die mehr oder weniger kugelige Gestalt mit dem kurzen, oft steil aufgestellten Schwanz, ist dieser meist bodenaktive Singvogel kaum mit einer anderen Vogelart zu verwechseln.
Im Frühjahr bauen die Männchen mehrere kugelförmige oder ovale Nester mit seitlichem Einflugsloch, in das sie die meist 5 bis 7 Eier legen und dort etwa 2 Wochen bebrüten. Das Rotkehlchen ist ein ausgezeichneter Sänger und durch die orange-rote Färbung auf Gesicht, Kehle und Bauch leicht zu erkennen. Es kommt nicht nur im Wald vor, sondern auch in Gärten und Parks. Sein feiner Schnabel kennzeichnet ihn als Insekten- und Spinnenfresser. Wenn sich das eigentlich schlanke Rotkehlchen aufblustert, wird es fast kugelförmig. Junge Rotkehlchen fehlt noch die namensgebende rote Kehle und Brust. Sie sind bräunlich und fein gefleckt. Ich hoffe, euch gefällt dieses Waldvögel-Video. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und jetzt weiterhin viel Freude mit dem Waldvögel-Video. Beim Kuckuck ist vor allem sein namensgebender Ruf unverkennbar, der weithin zu hören ist. Zu sehen bekommt man diesen mittelgroßen, grau-weißen Vogel mit dem langen Schwanz und den spitzen Flügeln oftmals nicht so leicht. Wie ihr wahrscheinlich wisst, legen diese Vögel die sprichwörtlichen Kuckuckseier in Nester anderer Vogelarten und lassen sie von ihnen ausbrüten und den Nachwuchs großziehen. Besonders bekannt ist der Teichrohrsänger als Wirtsvogel, aber beispielsweise auch das gerade vorgestellte Rotkehlchen bekommt manchmal ein Kuckucksei untergeschoben. Oder aber ein Gartenrotschwanz, wie diese wunderbare Aufnahme eindrucksvoll belegt. Singdrossel und Misteldrossel lassen sich auf den ersten Blick nur schwer voneinander unterscheiden. Beide haben eine braune Oberseite und eine helle, dunkel gefleckte Brust. Allerdings ist die Singdrossel deutlich kleiner und kurzschwänziger, während die Misteldrossel entsprechend kräftiger ist und einen längeren Schwanz hat. Außerdem sind die Flecken der Singdrossel eher schmal und pfeilförmig und die der Misteldrossel eher rundlich geformt. Ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal sind auch die schnarrenden Rufe der Misteldrossel bzw. der kräftige und abwechslungsreiche Gesang, der der Singdrossel ja auch ihren Namen gegeben hat. Auch der Gesang der Nachtigall ist bekanntlich sehr kräftig und wohlklingend. Durch ihn fällt dieser versteckt lebende Sänger auch meist zuerst auf. Die Nachtigall ist oberseits braun gefärbt mit rostrotem Schwanz und Bürzel und unterseits grau-beige. Dieser Gesangskünstler weilt bei uns von April bis Ende August oder Anfang September. Sein Winterquartier ist Afrika. Auch verschiedene Meisenarten bewohnen unsere Wälder. Kohl- und Blaumeise habe ich euch ja schon in meinem Gartenvögel-Video vorgestellt. Hier nun die kleinste unserer Meisenarten, die Tannenmeise. Die schwarz-weiße Kopffärbung erinnert an diejenige der Kohlmeise, die jedoch deutlich größer ist. Außerdem ist die Tannenmeise unterseits hellgrau und ohne gelbe Seiten. Auch der weiße Nackenfleck findet sich nur bei der Tannenmeise, nicht bei der Kohlmeise. Diese Schwanzmeise gehört übrigens nicht zur Familie der Meisen, sondern zur eigenen Familie der Schwanzmeisen. Auffällig ist der namensgebende dunkle und lange Schwanz, diese ansonsten mehr oder weniger kugelförmigen und sehr hell gefärbten Knirpse, die meist als Trupps unterwegs sind und mehr oder weniger unentwegt mit ihrem Zirrlauten miteinander kommunizieren. Durch ihre geringe Größe und den stabilisierenden langen Schwanz erreichen sie perfekt auf kleinste Ästchen und gelangen dort an kleine Insekten, Larven und Knospen, die für die meisten anderen Vogelarten unerreichbar sind. Jetzt wisst ihr, welche Vögel ihr zum Beispiel bei euch im Wald antreffen könntet und wie ihr sie unterscheiden könnt. Deshalb nichts wie raus in den Wald und hin zu den Tieren und Pflanzen eures Waldes. Viel Spaß bei euren Ausflügen!